Gott sei Dank ist nicht so stickig heute. Ihr traurige... Geschichte. Kennen Sie auch Leute, die Geschichte sagen? Ich könnte ausrasten. Kennen Sie das? So mit dem Kantholz drauf. Geschichte, jo. Ich war etwa 10 Jahre alt, als man mir das in der 4. Klasse das Schönste wegnahm, was ich bis dahin besaß. Meinen Flummi. Und es war, ja, das finden Sie lustig, schön. Und es war nicht irgendein Flummi, nicht so ein 50-Pfennig-Klumpen aus dem Kaugummiautomaten, sondern eine prächtige, glitzernde, nahezu faustgroße Gummikugel. Also ein Meisterstück, makellos herausgelöst aus der Drehbank einer kleinen Flummi-Manufaktur in vermutlich Ostwestfalen. Und dann mit einem weichen Tuch poliert und mit leiser Wehmut dem Verkauf überantwortet. Für dieses Kunstwerk hatte ich mein Taschengeld gespart und versucht, mir was dazu zu verdienen, indem ich für 1 Mark pro Hektar Rasen mähte. Schön, dass Sie keine Ahnung haben, wie viel ein Hektar ist. Es ist viel. Und nach 4 Monaten der Entbehrung und der gefühlten Handrodung des Sauerlands hatte ich das Geld zusammen. 7,99 Mark. Das kostete der Flummi damals 7, heute wäre es das Doppelte und dann noch in Euro. Rechne dir das mal hoch, gehst kaputt dran. Ich brachte meinen Flummi stolz mit in die Schule. Und in der großen Pause umringten mich alle anderen Kinder. Und dann trat Matthias Kubiak hinzu. Er war weder Kamerad noch Nemesis. Ich empfand nichts für ihn. Was man von ihm wusste, war indes beunruhigend. Er wohnte bei seinem Onkel, der ein Gehöft besaß und aß nur Fleisch. Allzu oft hat man ihn das Brötchen wegwerfen sehen, um dann zu beobachten, wie er Schinken durch einen Strohhalm sog. Er war ein grobschlächtiger Bub mit Händen wie Bratpfannen und muskulösen Füßen. Wer ahnten, woher das rührte? Er trug die Beine seiner Röhrenjeans über den Gummistiefeln. Und wer das schon mal versucht hat, sich in aller Herrgottsfrühe die knallengen Hosenstoffe über die unförmigen Kautschukkluntern zu zerren, der weiß, du musst aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. Sonst zerbrichst du daran. Oder gehst eben, was weiß ich, barfuß zur Schule. Seine Kraft war unermesslich. Kubiak selbst so beschränkt wie nur was. Kubiak trat an mich heran und nahm mir den Flummi aus der Hand. Er betrachtete ihn, als prüfe ihn auf Gefahrenpotenzial oder Essbarkeit. Dann schwoll sein Unterarm unter der Spannung seiner Muskeln und in einem Akt viehischer Gewalt drosch er den Flummi zu Boden. Dieser tickte mit einem lauten Verdumpf auf und wurde hochkatapultiert, hoch über unsere Köpfe in den Himmel, kometenhaft. Unglaublich, diese Kraft. Wir alle blickten dem Flummi hinterher. Lange. Dann gongte es. Die Pause war zu Ende. Gegen 2 holte mich meine Mutter von der Schule ab. Mein Religionslehrer hatte sie angerufen. Ich stand noch immer da, neben mir der Lehrer, und blickte in den Himmel. Komm mit, sagte meine Mutter. Er ist noch nicht wieder runtergekommen, sagte ich. Meine Mutter wandte sich an meinen Lehrer. Was bringen Sie den Kindern Religion für eine Scheiße bei? Der Flummi ist noch nicht wieder runtergekommen, sagte ich. Von wo, fragte meine Mutter. Wie, von wo, erwiderte mein Lehrer. Wo ist der Flummi meines Sohnes? Noch nicht wieder runtergekommen, sagte ich. Das Gespräch brachte keinem was. Ich gehe nicht ohne meinen Flummi nach Hause, erklärte ich. Doch, sagte meine Mutter. Nein, doch, wir sind hier nicht bei den Hottentotten. Ja, eben, sagte ich. Dann stand meine Weile schweigend da, aber der Flummi kam nicht wieder runter. Zu Hause aß ich kaum. Ich trank immerhin. Ahoi-Brause aus der Tüte. Ich lieb dieses Zeug, zumindest bis zu jenem Tag, als ich den Film Die Blechtrommel sah, wo in einer Szene dieser wachstumsgestörte Wüstling mit Spuck und Brause im Bauchnabel der Kaltmamsell rumlullert. Ab da dann nur noch Fanta, aber es trägt nicht zur Geschichte bei. Am Abend reifte in mir ein kalter Gedanke. Und als im Haus das Licht erloschen war, nahm ich meine Taschenlampe aus der Yps und schwang mich aufs Bonanza-Rad. Ich orientierte mich am Mondlicht, fuhr 8 Kilometer in die falsche Richtung und orientierte mich ab da an den Straßenschildern. Irgendwann kam ich zu Kubiaks Gehöft. Ich kletterte am Haus hinauf zu der Stelle, an der ich seine Schlafstube vermutete und klopfte an die Scheibe. Dem würde ich es zeigen, dachte ich. So kam er mir nicht davon. Nach einigen Sekunden erschien er am Fenster.
Wo ist mein Flummi, sagte ich. Unterwegs, erwiderte Kubiak. Ja, wie unterwegs, sagte ich. Kubiak sah mich volle 5 Minuten lang schweigend an. Dann sagte er, ich mach mir jetzt eine Tasse Wurst. Er schloss das Fenster. Ich stand 1 Stunde lang wie versteinert in der Dachrinne. Dann radelte ich heim. Ich habe mir dann nie wieder einen Flummi gekauft. Sicher, mit den Jahren fand ich heraus, dass man Gummi in Formen bringen kann, die auch Spaß machen. Aber ich kam eigentlich nie über den Verlust meines Flummis hinweg. Mit Kubiak habe ich nie wieder gesprochen. Keine Ahnung, was er heute macht. Vielleicht fährt er den ganzen Tag Trecker oder unterrichtet Philosophie oder er wirft Care-Pakete in Krisengebiete. Mit der Hand von Castrop Rauxel aus, was weiß ich. Weißt du, ich versuche mich nicht so viel mit der Vergangenheit zu befassen. Die Vergangenheit ist ohnehin nur eine muffige, abgetragene Gegenwart. Und die Welt dreht langsam durch. Es gibt gewiss wichtigere Probleme als meinen Flummi. Terror, religiös verblendete Hunger, Elend, zu wenig vegane Kitas. Die Probleme häufen sich. Trotzdem liege ich nachts gelegentlich wach und denke, wo sind die Hottentotten, wenn man sie braucht? Dankeschön. Danke. Es ist halt...